Hi, I'm Dirty Döring und das ist Berlin Music TV. Tsching! Das Sonne, Mond und Sterne Festival in Thüringen ist eines der größten Festivals für elektronische Musik. Jährlich erscheint hierzu auch eine offizielle Compilation-CD. Wir sprachen mit dem DJ und Labelchef Dirty Döring über die von ihm gemixte Compilation des 17. Sonne, Mond und Sterne Festivals. Und damit herzlich willkommen, Dirty Döring, hier bei Berlin Music TV. Hallo. Hi. So, jetzt sitzen wir auch hier, weil eine neue CD herauskam. Und zwar Sonne, Mond, Sterne X7. Ja. Ja. Das ist eine Compilation zusammen mit auch Pen Pot. Genau. Wie kam es denn dazu? Warum wurdest du dafür beauftragt? Ja, ist lustig. Na, die haben uns angefragt für ein Katamucke Stage, ne? Auf dieser Bühne, die halt durchgehend offen ist. Das sind nicht diese Main-Bühnen. Wir reden jetzt über Sonne-Mond-Sterne-Festival. Genau, ob wir ein Katamucke-Floor dort haben wollen, auf dem kleinen Water-Stage oder was das ist, wo letztes Jahr Watergate war. Vor 2 Jahren war ich da mit Bar 25, vor 3 Jahren, ach, weiß ich gar nicht, was da war. Genau, und dann haben wir da Katamucke-Floor und dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich nicht dann auch den zweiten Mix machen möchte für die Sonne, Mond und Sterne-CD, was natürlich super geil ist. Also hat mich total gefreut, diesen Mix zu machen. Hat man sich dann zusammen mit Pen Pot irgendwie auseinandergesetzt, irgendwie besprochen oder so? Ich zeige jetzt mal die CD erstmal, das ist ja vielleicht viel wichtiger. Hier, so sieht's aus. Das du bist CD. CD1 ist mixed bei Pen Pot und CD2 ist mixed bei Dirty von mir, ne? Und ich würde mal sagen, die erste CD ist ein schönes Techno. Schöne Techno-CD, also so für die Nacht. Und meine ist halt die House und ich habe euch lieb-CD. Und ich finde es eine sehr gute Kombination aus zwei Artists. Also es ist halt sehr abwechslungsreich. Ich finde es super. Inwieweit denkst du denn, repräsentierst du denn wirklich das Festival damit? Weil es sind ja auch Künstler wie Seed dabei, The Knives, Mia. Naja, im Endeffekt präsentiere ich da eher Katamucke und auch meinen Style natürlich, genauso wie Pen Pot ihren Style und auch die Musik, die sie produzieren und auflegen oder live spielen. Im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen, ich habe versucht, die Musik, die Katamucke widerspiegelt, in meinem Mix unterzubringen. Ja, auch wenn jetzt nicht viele Sachen von Katamucke sind, aber das hat natürlich jetzt nichts mit Seed zu tun. Aber ich glaube, Leute, die zur Sonne, Mond und Sterne nur wegen Seed kommen, die kommen auch nicht wegen mir. Ja, vielleicht kommen sie wegen Seed und mir. Oder, weil, keine Ahnung, es sind ja noch genügend andere geile Acts auf der Sonne, Mond und Sterne. Also musikalisch ist es auf jeden Fall sehr vielseitig. Jetzt ist es ja schon die 7. CD. Ja. Und wird auch wieder über Contour Records released. Yes. Wieso denn nicht über Katamucke? Hast du da nicht irgendwie so eine Kooperation vielleicht am Laufen? Ja, ne, das Ding ist, erstens mache ich, Katamucke ist ja hauptsächlich digital. Gibt's jetzt, ganz genau. Ja, ist es für dich irgendwie was Besonderes oder was anderes? Eine CD zu lesen? Ja, definitiv. Mhm. Definitiv ist es was anderes, vor allem eine Mix-CD. Es ist auch was anderes als Podcast, nämlich auf einer Mix-CD dürfen nur Tracks drauf, wo ich die Erlaubnis habe, sie drauf zu tun und wo die Labels die Erlaubnis haben, das zu releasen. Und das sieht natürlich ganz anders aus. Es war auch gar nicht so einfach. Du wirst lachen. Am Tag der Pressung der CD haben sie die ganze Pressung gestoppt wegen einem Track, den ich in meiner Liste hatte. Und dadurch ist die CD 14 Tage später rausgekommen, weil ich musste den Mix nochmal neu machen. Am Freitag haben sie mich angerufen, dass sie alles gestoppt haben wegen einem Lizenzvocal und dann musste ich die ganze CD neu mixen. Ja, und das dann am besten bis Montag und es war Freitag, ich gerade auf dem Sprung zum Wochenende. Ja, und dann ging die, glaube ich, Mittwoch wieder in die Pressung. Um welchen Vocal hat es sich gehandelt? Nee, es war der Track, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber es war ein Hammer-Song, aber ich wusste schon, dass es eventuell Probleme mit dem Vocal gibt. Da war ein Sound drin, ich glaube, das war ein Hip-Hop-Sound von, ich bin mir nicht ganz sicher, Cypress Hill oder sowas, ja, und da gab es halt einfach Probleme, das auf CD zu brennen. Man muss sich ja vorstellen, wenn die CD gebrannt ist und da kommt ein Major-Label und sagt, da ist mein Sample drauf, dann muss man die komplette Sache einstampfen, ja, und die Kosten sind lost, ja, so, und das versucht man natürlich zu vermeiden und mittlerweile klauen ja alle ganz gerne, ne? Stimmt wohl. Ja. Wie hast du denn diese 15 Tracks gemischt? Hast du die irgendwie am Computer zusammengearbeitet oder alles live gemacht? Na, ehrlich gesagt, habe ich alles am Computer gemacht. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe... aufgenommen, mitgeschnitten. Nein, ich habe mit Traktor am Computer und das aufgenommen. Mhm. Ja, ganz simpel, ganz einfach. Was soll ich sagen, so ein Studio-Mix ist halt was anderes als ein Live-Mix. Und man muss auch auf viele Sachen achten, die man beim Live, wo man bei Live... Also wenn du
im Club spielst, musst du auf viele Sachen nicht achten, wo du bei einer gebrannten CD, wo jeder das in seinem Autoradio hört, ohne dass da jemand dran streit, sondern jeder das reine Hörgefühl hat, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das alles genau passt und sitzt und auch sich richtig gut anhört. Ja? Mhm. Also ich mag dann nicht, dass jemand kommt, der Übergang ist blöd. Mhm. Ja, beim Set im Club kann das passieren, weil es einfach aus dem, ja, gerade aus dem Flow raus ist, dass ein Übergang scheiße wird. Mhm. Bei so einer CD darf kein Übergang scheiße sein. Ja. Das stimmt auch wieder. Wahre Worte. Ja. Wie siehst du das imagemäßig? Jetzt ist Dirty Döring eher so Katermucke, das SMS-Festival eher so Contour Records. Naja gut, also erstmal muss ich ganz kurz sagen, Konto ist ein sehr guter Vertrieb. Es kann jeder halten, wie er will. Ob da jetzt viel schlechte Musik rauskommt, das ist gefühlsmäßig eine subjektive Betrachtung. Ja, weil die Leute, die schlechten Musik produzieren, die sind bestimmt anderer Meinung. Für mich ist Konto ein sehr guter Vertrieb. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Konto. Dass es jetzt auf dem Konto-Label rauskommt, okay, Sonne, Mond und Sterne ist ein Mainstream-Festival, eins der größten in Europa oder in Deutschland definitiv. Klar arbeiten die auch mit großen Vertrieben zusammen, die weltweit auch irgendwie was machen können. Ja? Mhm. Katermucke ist jetzt kein Label, also ich könnte sowas nicht auf die Beine stellen. Mhm. Und Kontor macht das sehr gut. Die machen sehr gute Promotion, die kümmern sich um alles, die sind sehr gut organisiert. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Vertriebe, die genauso gut sind, aber ich habe da ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Das ist... wenn jemand sich über Konto beschweren will, dann hat er sich noch nie mit Konto beschäftigt. Mhm. Ja, weil nämlich das ist meistens eher dieses Ding, da kommt halt auch Trance raus, da kommt auch Gabba raus und diese ganzen Holland-Sachen kommen auch über Konto. Es ist halt ein ziemlich großer Vertrieb. Genauso findest du aber auch Pop darunter. Ja? Also es ist halt einfach ein vielseitiger Vertrieb, der eigentlich eine nicht so schlechte Marktstellung hat. Mhm. Also ich finde daran jetzt nichts auszusetzen, aber ich kann es verstehen, was manche Leute sagen. Ja. Jetzt ist es ja schon die 7. CD, jetzt kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Davor haben das irgendwie Oliver Kolenski gemacht, Lexi und K-Paul. Mhm. Was glaubst du, warum das immer so Berliner DJs sind? Nicht ursprünglich, aber vielleicht hier Ansässige. Ja, gute Frage. Vielleicht hängt das eher damit zusammen, Sonne, Mond und Sterne ist in Thüringen und ist im Osten und es hat noch was mit Berlin zu tun. Ganz genau. Ja, also es ist halt so, weil Nature One oder andere West-Festivals, die suchen auch ihre DJs nicht in Berlin. Die nehmen die aus Frankfurt oder Köln, würde ich jetzt, also das ist jetzt meine vage Behauptung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Großen und Ganzen hast du recht, die Sonne, Mond und Sterne wurde meistens von Ostkünstlern gemixt. Jetzt ja auch wieder, ne? Weil ich bin ja auch im Osten geboren. Von daher, vielleicht sind die Ossis einfach besser. Nee, war ein Scherz. Wahrscheinlich, genau. Berlin. Nee, aber es gibt ja immer so Symbiosen oder Connection zwischen diversen Leuten, ne? Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Und ja, wenn ihr mehr über die elektronische Tanzmusik erfahren wollt, dann geht doch einfach mal auf unsere Internetseite burlemusic.tv. Und ja, die CD muss man sich auf jeden Fall holen. Ja, kaufen. Dankeschön. Ja.